Wenn du kein Fahrlehrer geworden wärst, was hättest du da stattdessen gemacht? Beziehungsweise, was hast du davor gearbeitet? Habt ihr Tipps zum Thema seitlich einparken? Habe ich Tipps? Ja klar. Fahr da rüber und ich so, ah, komm ein Auto. Und er so, fahr, wenn ich das sage. Und ich so, ah. Und er so, ah. Frage kommt von Norris Janosch. Norris. Bist du einmal in einer theoretischen Prüfung durchgefallen? Ja, in meiner theoretischen Autoprüfung. Ich hatte 42 Fehler. Mein Opa war Fahrlehrer und ich habe damals gedacht, ich war so ein Egalcharakter. Ich habe gedacht, weißt du was, wenn ich mal Fahrlehrer bin und so, dann bin ich Bro mit allen Prüfern und dann sage ich, pass mal auf, wenn der da kommt, das ist mein Enkel, lass mal bestehen. Hab ich gedacht, ja, komme ich da hin, kontrollieren die alles, auf einmal rufen die mich in den Raum und sagen, Bobby, durchgefallen, 42 Fehler. Ja. Mein Opa war nicht stolz auf mich, hat mir lange am Ohrläppchen gezogen. ja, genau. Und danach habe ich, ich kann sogar mit den Ohren wackeln. Ja. Und dann. Was für Supertalent. Und danach habe ich dann aber beim zweiten Mal mit 0 Fehlern bestanden, habe ich dann gelernt. Ja. Ich kann auch mit Luft in den Wagen sprechen. Falls das Talent irgendwann mal gebraucht wird. Nächste Frage kommt von DC. DC Universe. Wenn du kein Fahrlehrer geworden wärst, was hättest du stattdessen gemacht? Beziehungsweise, was hast du davor gearbeitet? Ja, liebe Grüße, DC zurück. Ich weiß nicht, ob das Video ausreicht dafür. Wir müssen halt jetzt ein paar harte Cuts setzen. Aber pass auf, also ich habe damals also eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker gemacht. Die habe ich auch abgeschlossen. Danach habe ich in einem Fahrdienst gearbeitet. Danach habe ich auf einer Baustelle gearbeitet. 1,5 Jahre, kann man sich gar nicht vorstellen bei mir, oder? Und danach habe ich einen Online-Shop gehabt und habe USB-Sticks aus China gekauft und verkauft. Dropshipping. Ja, sowas habe ich gemacht, genau. Danach Musik gemacht, auch mehrere Jahre lang durchgehend. Danach habe ich als Tätowierer gearbeitet. Danach habe ich dann einen Fahrlehrerschein gemacht und habe dann, ich habe 2 oder 3 Jahre als Fahrlehrer gearbeitet und habe dann gesagt, nee, das mache ich nie wieder. Auf den Quatsch habe ich keinen Bock. Dann habe ich wieder Musik gemacht. Während ich Musik gemacht habe, habe ich dann mein alter Ex-Chef praktisch nochmal angerufen und gesagt, hey Robby, komm doch einfach bitte wieder zurück und ich mache alles, was du willst. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich will das, weil es mir war egal. Dann er so, okay. Und ich so, dann will ich noch das. Da auch gesagt, okay. Und dann habe ich wieder als Fahrlehrer gearbeitet. Baustelle habe ich gesagt, ne? Tankstelle. Ich habe mal ein Jahr in der Tankstelle gearbeitet. Ja, das war auch crazy. Dann habe ich dann irgendwann gesagt, weißt du was, jetzt in der letzten Fahrschule, in der ich gearbeitet habe, habe ich so viel selber gemacht. Dann habe ich gedacht, komm, dann kann ich auch, dann jetzt mache ich es sowieso so, wie ich haben will. Weil dann kann ich auch eine Palme nehmen und dann kann ich auch 8 Fahrschulauto nehmen oder ein Tesla oder worauf ich Bock habe. Dann kann ich machen, was ich will. Und das war ganz cool. Ich glaube, wenn ich nicht Fahrlehrer geworden wäre, wäre mein Leben, ich will nicht sagen, wie eine Vollkatastrophe weitergegangen, aber ich würde ernsthaft sagen, ich arbeite, glaube ich, erst richtig in meinem Leben seit 5 Jahren. Davor habe ich immer Louis gemacht, so wie ich Bock hatte, weißt du? Ich glaube, ich wäre entweder Wakeboard-Lehrer geworden oder Surflehrer oder Kitesurflehrer irgendwo in Ägypten und hi. Oder ich wäre Snowboard-Lehrer geworden oder ich wäre nie lange an einem Platz geblieben. Nee. Und selbst Fahrschule, siehst du, ja, guck mal, jetzt machen wir das hier mit YouTube. Ich weiß nicht, ob Fahrschule generell meine Endstation ist. Also, ich. YouTube-Star. Ja, also ich bin halt offen für alles Mögliche, ne? Also ich, ja, auch wenn, wir haben ja mit D-Max schon mal eine Reportage gemacht hier, Abenteuer Autobahn und so ein Kram. Also auch da hätte ich Bock drauf, das macht auch Bock. Und ich habe ja auch noch ein paar Sachen, die wir so geplant haben fürs Jahr 2020, die noch im Background stehen. Die werden auch noch ziemlich witzig. Also, ja, ich glaube, man kann gar nicht sagen, was wäre ich geworden. Also, solange ich lebe, werde ich immer irgendwas. Wird immer weiter. Immer was anderes, immer mehr. Einer meiner, ich habe auch so übrigens so Coaches und so Trainer, die mich immer trainieren. Und einer sagt, wenn du Meister in einer Disziplin geworden bist, dann musst du Schüler in einer anderen werden. Das ist so der Sinn und Zweck des Lebens. Das heißt also, wenn du gelernt hast, ein Top-Gärtner zu sein, mach einen Haken dran, bist jetzt ein geiler Gärtner, dann werd Friseur. Wenn du Top-Friseur geworden bist, machst du einen Haken dran, dann wirst du Top-Fensterreiniger. Aber dann fängt man ja auch wieder mit dem Kleingeld an. Es geht ja nicht ums Geld, es geht darum, dass du also lebst. Pflanze, ein Baum und ein Fisch lebt ja auch nicht, weil er Geld dafür kriegt, sondern weil er einfach lebt, so was cool ist zu leben. Und solange du das nicht vergisst, bleibt alles cool. Okay. Ja. Sehr ausführliche Antwort. Ja, ist auch eine coole Frage. Deswegen habe ich so gelacht. Nächste Frage kommt von Shadow Hashtag LZ7. Bestimmt seine Wohnortkoordinaten oder sowas. Shadow. Komm nicht besuchen. Yes. Aus welchen Gründen sind Fahrschüler zu deiner Fahrschule gewechselt?
Aus welchen Gründen? Wir müssen mal gucken, wie lange läuft das Video schon? 30 Minuten? Mal gleich einmal gucken, ob die Kamera noch läuft. Aus welchen Gründen sind Fahrschüler zu deiner Fahrschule gewechselt? Okay, ich hoffe, weil wir cool sind. Also gewechselt ist ja auch, dass sie ja vorher bei einer anderen Fahrschule waren. Das passiert selten, weil ich glaube, wenn man einmal da ist, hat man auch keinen Bock und dann muss man die ganzen Papiere holen und wechseln und Aufwand und dann zieht man halt durch. Aber wenn die mal wechseln, ist meistens so, weil die mit ihrer alten Fahrschule dann nicht zufrieden waren und gehört haben, dass bei uns manchmal klappt. So. Man hört ja auch oft in den Kommentaren so, ja, mein Fahrlehrer ist... Ja. Ja, also es ist meiner war halt auch damals nicht so geil. Ne? Ich habe richtig Paranoia gehabt auf der Landstraße, sich da links in den Gegenverkehr fahren. Das Lenkrad immer so rüber, du bist immer so, fahr da rüber. Und ich so, ah, komm ein Auto. Und er so, fahr, wenn ich das sage. Und ich so, ah. Und er so, ah. Und dann war nicht cool. Deswegen kann ich die Kommentare da gut verstehen. Dann kommt auch die nächste Frage von der Lena Gieles. Lena? Habt ihr Tipps zum Thema seitlich einparken? Habe ich Tipps? Ja klar, habe ich schon, glaube ich, 2 oder 3 Videos auch zugemacht. Ich kann auch noch mehr Videos dazu machen, wenn ihr wollt. Die Tipps sind, fahr so langsam, wie du kannst. Und dann musst du die verschiedenen Punkte halt kennen, die in dem Video erklärt werden. Ich kann das Video ja dann in so einer Infokarte oben verlinken, glaube ich. Ich habe, glaube ich, mit Thailand, glaube ich, habe ich einmal da eingeparkt. Ja. Und davor habe ich nochmal ein Video mit Apo gemacht. Das ist eigentlich jeder Punkt erklärt, so seitliches Einparken. Fahr so langsam, wie du kannst. Zieh dir das Video rein mit den Punkten und dann klappt das. Genau. So. Video angucken, studieren und nachmachen. Genau, so langsam fahren wie du kannst, ist eigentlich so mit der Grandmaster-Tipp. Auch am besten bei der Prüfung. Ne? Ja, also du hast ja 45 Minuten, wenn du davon 5 Minuten einparkst, ist so cool. Gut, da kommt die nächste Frage von S.A. War Fahrlehrer dein Traumberuf? Nope, Fahrlehrer war nicht mein Traumberuf. Ich wollte mal Stuntman werden. Keine Ahnung warum. Ich glaube, weil ich als Kind gab es so Sendungen, ich weiß nicht, ob ihr was kennt, Colt Sievers, ob das jemand kennt. The Dukes of Hazzard habe ich immer, fand ich ganz geil. Die sind immer mit so einem Auto über so Flüsse gesprungen und so. Ich habe dann später mal recherchiert, die haben, ich glaube, über 155 Autos in den Folgen insgesamt zerschrottet. Ja, was ist richtig cool. Ja, so. Und das wollte ich auch immer. Also Fahrlehrer war nie mein It was all a dream, sondern ich wollte Stuntman werden. Ja. Wie ist dann das mit der Musik gekommen? Ich habe irgendwann mal eine E-Gitarre in die Hand gedrückt gekriegt und dann habe ich so gemacht, und dann habe ich gedacht, das ist ja cool. Und dann habe ich 2, 3 Jungs gefragt, aus meinem Freundeskreis auch, ob die nicht Bock haben, sich Instrumente zu holen. Das haben wir gemacht und dann sind wir eskaliert ein paar Jahre lang. Ja, nice. Ja. Mein größter Erfolg waren übrigens die Ballermann-Hits. Gibt es das immer noch, Ballermann-Hits? Ballermann hört man schon, ja. Aber so Ballermann-Hits, RTL 2 hat darüber auch so eine Doku gemacht. Könnt ihr mal googeln. Mein größter Hit war, wenn ich voll bin, bist du schön. Ist so, habe ich selbst geschrieben. Wahrheit ist dabei, ne? Ja, es ist kein Witz. Dann kommen wir zu KSM. KSM. So ein Anime-Verlag. Okay. Eigentlich. Aber der nennt sich jetzt so. Wie viel sollte ein Führerschein im Durchschnitt bei einer fairen Fahrschule kosten? Die in meinem Viertel sagt, bei denen kostet es im Durchschnitt 2.900 Euro. Boah, das ist cool. Also das ist krass teuer. Ich glaube 2. Auch da wieder plus minus 500. Bist du schnell fertig bis bei 1,5? Brauchst du ein bisschen länger bis bei 2,5? So würde ich das mal schätzen. Dann hat man alles dabei. Das ist alles dabei. Singen, klatschen. Malen, Simulator, Sehtest, Ersthilfe, TÜV-Anträge zwischen 1,5 und 2,5. So. Wie viele Fahrstunden hat man dann ungefähr? Auch so, wie ich dir gesagt habe, das für diesen Durchschnitt, also 30 plus minus 5. Okay. Wenn du jetzt bei 25 Fahrstunden bist, dann liegst du wahrscheinlich bei 1,5. Und wenn du bei 35 Fahrstunden bist und vielleicht 2 Prüfungen machst, liegst du halt bei 2,5. So. Okay. Ja, das That's war it? Schon. Das war schon. Nice. Das waren die 20 Fragen. Ja, wir können ja, wenn du magst, wir haben ja noch 2, 3 Minuten, haben wir noch Zeit. Du kannst ja vielleicht noch mal einmal unter dem FAQ-Video, vielleicht sind ja auch so 2, 3 Fragen, die nichts mit Fahrschule zu tun haben. Was gefällt dir an deinem Job des Fahrlehrers am meisten? Boah, die Frage kommt von Camila B. Camila, der Kontakt mit euch. Fahrstunden machen, quatschen, wie es euch geht, Videos drehen, Prüfungen machen, finde ich cool. Die nächste Frage kommt von Danik 12. Frage 1, ist der Audi R8 wirklich ein Fahrschulauto bei euch? Yep. Falls ja, kann man bei euch eine Fahrstunde Auffrischung machen. Auffrischung, weil du willst über die Bambale mit 310, sei doch mal ehrlich. Das mache ich nicht, das ist mir zu suspekt, weil ich nicht weiß, wie die Leute drauf sind und bei 300 wird es echt, glaube ich, gefährlich. Deswegen sowas nicht, aber wenn die so gerade ganz am Anfang sind und mal eine Runde drehen wollen, dann kriegen wir das hin. Frage 2, wurde schon mal ein Fahrschüler geblitzt? Klar, also aber nicht in der Fahrstunde, ne? Direkt danach kriege ich dann immer so WhatsApps, ey Rob, ich habe hier ein Foto, guck mal, was sollen wir machen? Ja, passiert. Direkt bestanden, ja. Man fährt kurz nach Hause. Und dann rasiert. Die Frage kommt von XSC Scribbit. Gesundheit. Grüße gehen raus an XS Scribbit. Die Frage kommt von X Scribbit Joke. Jo. Ist es zwingend notwendig, die 3 Technikfragen bei der Prüfungsfahrt zu beantworten? Übrigens cooles Profilbild.
Oh, ja, danke. Ist nicht zwingend notwendig. Wir sind ja auch nah an Dortmund dran und ich hatte ja auch mal ein, zwei Fußballspieler von denen und einer von denen hatte halt überhaupt keinen Bock gehabt, überhaupt diese Technikfragen zu beantworten. Und dann kam halt der Prüfer und hat gesagt, Junge, kannst du mir mal erklären, wie man das Öl kontrolliert? Und dann hat er gesagt, ey, ich habe keine Ahnung. Hat der Prüfer gesagt, ja komm, aber ein bisschen was kannst du mir nicht irgendwas erklären? Und er sagt, ich schwöre, ist mir egal, keine Ahnung, fahr ich in die Werkstatt. Dann hat der Prüfer, ja, Sie müssen so ein bisschen, müssen Sie mir was dazu sagen. Da hat er gesagt, nee, ich sag doch, ich habe keinen Plan. Sagt der Prüfer, ach komm, Sie, machen wir mal die Motorhaube auf. Und der war richtig angepisst. Und er sagt so, ich weiß jetzt nicht, Mann, was sollen wir jetzt hier machen? Und dann, also, nee, ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Also nochmal ein Video darüber machen, das wäre schon, glaube ich, ganz gut, oder? Schreib es mal in die Kommentare. Ja, können wir machen. Wie man Reifen aufpumpt. Ach so, Technikvideo, ja, das können wir mal machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja. Mit Öl. Öl, Öl, Öl. Sind da auch so unmoralische Fragen bei? Zu was? Wenn man in eine Einbahnstraße rechts abbiegen möchte, muss man sich dann auch links einordnen? Die Frage kommt nein, nein. Vollzeitkurdin? Nein, nein, Vollzeitkurdin, nein. Wenn ich rechts abbiege in der Einbahnstraße, biege ich, ordne ich mich rechts ein und wenn ich links abbiege, ordne ich mich links ein. Okay, die Frage haben wir jetzt schon eigentlich beantwortet von Ray J. Ist schon mal einer deiner Fahrschüler betrunken zu einer Fahrstunde erschienen? Betrunken und bekifft, ja, beides. Ich habe dann tatsächlich auch die Fahrstunde durchgezogen, weil ich es irgendwie witzig fand. Aber der Fahrschüler hat gedacht, ich merk's nicht. Ich habe gedacht, ich sag mal nichts. Also ist gut gelaufen. Ja klar, also ne? Ich habe dann jetzt auch nicht so die krasseste Strecke genommen, damit die sich nicht da den Ärmel brechen. Also war ganz witzig. Okay, die nächste Frage kommt von Jennifer. Bla bla bla. Nee, das war schon. Achso. Wie viele Fahrstunden hattest du selbst? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil mein Opa halt Fahrlehrer war, bin ich, glaube ich, schon mit, ich glaube, 12 Auto gefahren. Also der hatte ja immer diese Autos mit Doppelpedale. Und immer, wenn die sonntags zu Besuch waren, dann habe ich mich halt auf den Fahrersitz gesetzt mit 16 Kissen. Und dann habe ich so gelenkt und bin so durch die Gegend gefahren. Oh. Ich weiß gar nicht, ob das damals so legal war, aber mein Opa hat es auf jeden Fall mit mir durchgezogen. Ja, sehr gut. Props gehen auf. So, die nächste Frage kommt vom Babyboy Sherman. Bro, wieso bist du so ein Ehrenmann? Oh. Ich küsse dein Herz, Wallah, Bruder. Wallah, Bruder, danke. Habibi geht zurück. Die nächste Frage kommt von AMC Birdie. Ich muss ja noch lesen. Ja, okay. Wie liefen deine Führerscheinprüfungen ab? Und welchen Klassen lehrst du? Auto. Ich mache nur Auto, also Klasse B. Und meine Führerscheinprüfung war relativ easy. Einmal über die Bahn, einmal ein bisschen parken, locker wieder zurück. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, wie lange das war. Aber es war, glaube ich, nicht so lange. Vor 15 Jahren war das auch alles ein bisschen anders. Ah, das ist anders gewesen. Gab es keinen Simulator? Nein, da gab es keinen Simulator. Ne? Muss 15? Man auch mit Stift. 12? 10 Jahren, vor 10 Jahren, irgendwie so. Mit Stift und Zettel musste man früher noch alles. Ja, ja, klar, du hast ja so nikotingelbe Bögen da gehabt und so richtig ekliges Lernen. Also, war nicht cool. Die nächste Frage kommt von SHESN. Schesen, keine Ahnung. Ja. 84. Ja. Wie alt bist du? 30. Werde ich wahrscheinlich auch immer bleiben. Ich wollte eigentlich immer 23 bleiben, aber irgendwie. Die Fahrschule war. Und dann bin ich 30 geworden. Ich hätte mich gefreut, wenn da so eine moralische Frage mal drunter gewesen wäre. Wobei die Frage mit den, welche Jobs hast du gemacht, die war auch ganz witzig. That's it. Komm, eine Frage machen wir noch. Wir können ja unter dieser FAQ-Folge nochmal FAQs machen. Ja, natürlich. Also machen wir immer so ein Random. Immer wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das unter diese FAQ-Frag-mich-Folge stellen. Gut, dann habe ich noch eine Frage für dich. Etwas anders ist als die anderen Fragen. Yes. Die Frage kommt von Marz. Marz. Darf man in der Prüfung die Verkehrszeichenanzeige aktivieren und hilft sie auch? Ach, ja, darf man, hilft nicht, weil es funktioniert nicht so geil. Also es funktioniert vielleicht in 90% der Fällen, in 10% nicht und dann fährst du halt irgendwo lang und auf einmal zeigt die 70 an und da ist 50 und dann, ja, darfst du anmachen, nein, funktioniert nicht gut. Ich würde es nicht machen. Nicht machen. Gut. Ja. That's it? Moment, eine habe ich dazu gefunden. Ja, okay, komm. Special, Kuba. Das ist jetzt Zugabe. Weil ihr alle so laut Zugabe gerufen habt, machen wir Zugabe. Die letzte Frage kommt von Kuba365. Hast du Tipps zur A1-Prüfung praktisch? Nee. Nee, ich bin auch tatsächlich gar kein Motorradfahrlehrer. Wollte ich auch nie werden, weil ich das mich selber so moralisch für zu gefährlich halte. Weil wenn ich zum Beispiel am Stoppschild anhalte hinter dem Auto und vorne fährt ein Fahrschüler auf dem Moped und ich sage, Junge, bleib stehen. Und der zieht aus Versehen am Gas und fährt rüber und wird vom 40-Tonner platt gefahren. So viel Geld könntest du mir gar nicht geben, hätte ich nie wieder Bock zu pennen. Deswegen habe ich leider keine A1-Tipps, außer Wheelies würde ich auf dem Feld probieren, so wo eine Weich nach hinten kippst und sonst habe ich keine Tipps. Nee. Nice! Das war's dann. Cool. Schreib fleißig wieder Kommentare rein. Genau, so dass, also wenn ihr irgendwie wieder was habt oder wissen wollt, einfach drunter packen. Außer wenn ihr auch jetzt mal seht andere Videos und ihr habt jetzt dringend eine Frage, aber euch fällt jetzt gerade nicht ein, einfach auf die Videos wieder zu gehen, auf die FAQ-Videos, schreibt einfach rein, Hashtag FAQ und dann kann man das gut einfach so machen. Das machen wir so. Das ist gut. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja. Yes. Bis dann.
Tschüss.